Und Leute, jetzt dieser Teil, der ist ein Trendsetter. Ja, Moment, ich muss mein Headset wieder, weil ich habe gerade was gegessen. Jetzt muss ich wieder zurückkommen zum Let's Play. Jetzt. Okay, jetzt muss ich was schlucken. Warum dieser Part ein Trendsetter ist, werdet ihr dann gleich sehen. Er hat nicht wirklich was, also man kriegt wirklich nicht was dafür, aber es ist ziemlich witzig. Dafür müssen wir hier in Forsterhafen. Forsterhafen. Die Informationsbörse für jedermann. Jetzt gehen wir mal hier rein. Was in ist, nur mit Sicherheit scheinbar Leben. Ich kann mir ein Leben ohne scheinbar Leben nicht vorstellen. Ich vertiefe mich gerade in hippes scheinbar Leben. Gibt es eine enge Verbindung zwischen scheinbar Leben und Taschengeld? Nein. Was, wirklich? Für einen alten Menschen ist das gar nicht so leicht, mit der Mode umzugehen. Und was ist, wenn man ja nimmt? Oh, da lag ich absolut richtig. Ich bin einen Schritt weiter in meiner Bemühung, hip und aufregend zu sein. Okay. Jo, das wird cool, Alter. Ich bringe meinen Pokémon etwas über scheinbar Leben bei. Aber es klappt nicht so recht. Scheinbar sind sie damit überfordert. Sprechen wir mal die an. Ah, jenseits des Meeres ist dort scheinbar Leben noch beliebter. Für mich ist Matschbaum das absolut Größte. Wie, du wirst ihn noch nicht weiß, Mann, dass du Matschbaum nicht kennst. Das ist aber ja mal schade. Hey, geil, kriegt man Matschbaum, wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht, also hier kriegt man Matschbaum. Diese ganze Sache mit scheinbar Leben. Gibt es da nicht eine Sendung drüber? Okay, was hast du für zu sagen? Ich sammle lizenzierte scheinbar Leben-Artikel. Ich habe die offiziellen scheinbar Leben-Puppen, offizielle scheinbar Leben-Kleidung und die offiziellen scheinbar Leben-Bilderbücher. Ja, das besitze ich alles und ich gebe dir nichts, Badge. Oh mein Gott, so ein kleiner Frechdachs. Ich hole mir eine Kettensäge raus. Ist hier eine Kettensäge? Nein, hier ist keine. Ich frag mal einen. Hallo, hallo, du da. Ja. Du mit deinem scheinbar Leben. Ist hier eine Kettensäge? Gute scheinbar Leben, schlechte scheinbar Leben. Das Band zwischen scheinbar Leben und Pokémon. Hilfreiche scheinbar Leben. Es ist total vollgestopft mit Büchern über scheinbar Leben. Ja. Der Ruf von scheinbar Leben ist der Titel. Das ist ja wie ein Justin Bieber Haus hier. Okay, sprechen wir mal den an. Wie ich schon vorhin sagte, sollten wir uns zusammentun und eine scheinbar Leben Party auf der Insel veranstalten? Oh, was für eine super Idee! Nun stellen wir mal alle fest, wer der Beste in scheinbar Leben ist. Brillant, wirklich. Von heute an dreht sich unser Leben nur um scheinbar Leben. Okay, ergibt den Sinn, ne? Ergibt einen Sinn, wer den Sinn versteht, schreibt einen Kommentar. wie ich vorhin schon sagte, sollten wir uns zusammentun. Ja. Das hatten wir schon. Spulen müssen wir mal vor, okay. Gehen wir mal raus, ne? Was hast du zu sagen? Ich mag alles, was hip und aufregend und modern ist, Alter. Ich probiere es immer was aus. Hast du schon mal etwas von scheinbar Leben gehört? Nein. Natürlich wusste ich es doch. Natürlich hast du schon mal davon gehört. Oh meine Güte, scheinbar Leben, das ist das Küste überhaupt. Wo immer du auch herkommst, scheinbar Leben ist das Aufregendste überhaupt. Das heißt, Justin Bieber ist der Aufregendste überhaupt. Da sag ich nur nein. Wie bitte, es ist nicht hip und aufregend. Nun, dann verrate mir, was wirklich cool und in ist. Soll ich dir sagen, was cool ist? Ich sag dir mal was. Moment. Desaster, Ne, Quatsch, ich schreib mal, hey, Alter. Vielleicht geht es. Moment, wo ist Select? Hier. Ha, hey, muss es bestimmt geben. Jawohl. Hey, Alter! Alter? Gibt's da Alter? Hey, Alter! Nee, Quatsch, jetzt sind wir zu weit. Ah ja. Hey, Alter! Geil, gibt's sogar. Was, hey, Alter?
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich wusste das schon lange. Natürlich weiß ich das. Hey, Alter, richtig. Ja, yeah. Ist es, das ist es. Es ist, hey, Alter. Nicht das Coolste, das ist das hübsche Sache überhaupt. Und du dachtest, ich wüsste das nicht. Scheinbar leben, das ist doch schon uralt und unmodern. Hey, Alter, das ist viel vitaler und zeitgemäß. Ja, okay, gehen wir mal in das Haus wieder rein. Was in ist, nur mit Sicherheit. Hey, Alter. Ich kann mein Leben ohne Hey, Alter nicht vorstellen. Ich vertiefe mich gerade in ein hippes Hey, Alter. Gibt es eine Verbindung zwischen Hey, Alter und Lager? Nein, ja, nimm mal ja. Oh, ja, der Lager. Achso, ja, das ist wieder das, was von vorhin. Ich liebe Matschbombe, ja, ja, der Matschbombe. Hey, Alter, ja, ja. Hey, Alter, du liebst Matschbombe. Ich bringe meine Pokémon etwas über Hey, Alter bei. Aber es klappt nicht so recht. Scheinbar sind sie damit überfordert. Jenseits des Meeres ist dort Hey, Alter noch beliebter? Ja, in der Türkei. Okay, nichts gegen Türken, aber ihr Türken, ihr sagt es ein bisschen zu oft, Hey, Alter, ne? Diese ganze Sache mit Hey Alter, es gibt so nichts, eine Sendung drüber. Mal schauen, was hast denn du da? Guten Tag, meine Damen und Herren, hier sind die Pokémon-Nachrichten. So, eben verreichen wir uns wundervolle Nachrichten. Ja, 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 ja. Ja, 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 weiter. Ich liebe Matschbombe, ja, ja. Ich weiß, dass du Matschbombe liebst, meine Fresse. Ich sammle lizenzierte Hey Alter-Artikel. Ich habe die offiziellen Hey Alter Puppen, offizielle Hey Alter Kleidung und die offiziellen Hey Alter Bilderbücher. Made in der Türkei. Ja, wenn du und ich ein Team bist, sind wir unverwundbar gegen Hey Alter. Licht an, mein Freund. Wir sind das Hey Alter Duo. Ist das nicht eine irre Vorstellung? Haha. Ja, das war der Trendsetter, ne? Jetzt wisst ihr, was ich da meine. Besonders gebracht hat uns eine Matschbombe, falls ihr die noch nicht geholt habt. Und ja, bis dann zum nächsten Part von Saphir Edition Special. Ciao.